So, hallo, herzlich willkommen, der absolute Wahnsinn. Wir schreiben heute The Witcher 3 mit der 400. Folge. Bist du bescheuert, ey? 400. Folge The Witcher 3 und wir gucken mal, was wir heute machen. Denn ich weiß es selber nicht. Ne, zarte Hauch des Bösen machen wir nicht, wir machen mal eine Nebenquest. Wir haben hier 26 Großbartbrüder. Gewinnt Mäusack. Ja, okay, das können wir vergessen. Hexerschmiede. Monsterschlechter. In Kaer Morhen müssten wir da reisen. So wie es ausschaut, Stufe 26. Was als nächstes drin ist. Oh, Schemas, Verbesserung, Greifenschulenausrüstung. Komm, mach mal, oder? Geil, mach mal. Geil, geil, geil. Jo, 45 Meter. Was? So nah dort? Ich glaube, wir werden aber da doch reisen müssen. Ja, ist schon Wahnsinn. 600 Folgen. Die 400. Folge und es ist für mich persönlich überhaupt noch nicht langweilig geworden. So, wir gucken mal, wo wir hinreisen müssen. Ach, da hätten wir hier sogar noch eine kleine Quest. Wir gucken aber mal, wir müssen... Ja, ich hab's mir schon gedacht. Nach Novigrad. Nach Novigrad hat er gemeint. Wir müssen... Ich geh mal erst hier runter. Jo, und dann reisen wir doch mal gleich hierhin. Der Fluch, der auf Uma lastete, erwies sich als knifflig. Doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalar, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. Mal schauen, vielleicht machen wir heute die Schulenausrüstung heute komplett. Also sprich, komplett halt. An einem Stück. Denn 400. Folge, das feiern wir doch ein wenig mit einer XXL-Folge, oder? Hätte ich gedacht. Habe ich eigentlich immer so gemacht. Dass die 100. aufgerundetste Folge dann doch immer ein wenig länger gedauert hat. Ich kann mich noch erinnern, bei der 100. Folge war es ja... Da hatten wir das Date und das erste Mal Sex in dem Spiel, war sehr, sehr cool. Bei der 200. Folge hatten wir das mit dem... Oh, wie heißt denn? Wie heißt denn der noch einmal? Mit dem... Entriagen? Warte mal. Ja, wir haben ja verbesserten P-Roll, Alter, kein Problem, hat er gemeint. Wir können aber dann doch nochmal... Ich gehe nochmal ins Inventar. Und werden uns doch das ein oder andere Öl noch hinterpfeifen. Nekrophagen, Bestien, Drakonidengeister, Verfluch, Konstrukt, Orgroid. Nur welches war das? War das Insektoiden, Hybridöl? Das sind eigentlich Insekten, ne? Ich guck doch nochmal. Ja, ja, komm, du nervst dich. So, Handwerk. Komm auf, Charakter. Tutorial, Bestiarium. So. Das waren Insektoiden, glaube ich, genau. Da hilft dann das Insektoidenöl natürlich. Nein. Rüsten wir natürlich jetzt noch schnell aus hier. Wo ist es? Hier haben wir es. Ist nicht verbessert. Ist nur stinknormal, okay. Hey Jungs. Oh, die sind aber verdammt stark, ne? Alter.
sind die so stark? Oder habe ich das Falsche? Alter, wieso sind die so stark jetzt gewesen? Warte mal, ich werde mal hier kurz meditieren. Junge, wieso waren denn die so stark? Ich hab doch's richtig gemacht, oder nicht? Hab mich doch dementsprechend gut ausgerüstet. Auch wir sind kaputt. Wir sind kaputt, zumindest unser Schwert. Na, aber wir haben ja genug. Wir haben ja genug, hat er gemeint. So, Geselle, Meister, Geselle. Dann haben wir doch mal einen Gesellen hinter. So, 40%, das passt. Das passt, hat er gemeint. Was war das jetzt? Ach, wir müssen da runter. Wir sind hier in der Nähe. Doch wir laufen hier weg. Hä? Nein. Ey, lass mir die Viecher mal in Ruhe. So, mein Freund. Ach, ach, hier sind auch noch Füchse. Junge, was ist denn hier los? Das Starkbier knallt aber auch rein, ne? So, nächster Bauzi. Alter Schwede, du. Junge, 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 da mixt was mit. So, ach, wir müssen Hexensinne einsetzen. Warte mal, warte mal. Wir glauben jetzt mal hier erstmal alles zusammen, hat er gemeint. So, Wolfslebe ist natürlich immer was Feines. So, und haben wir hier noch was? Wo ist noch was? Sehr schön, da unten haben wir noch zwei Dinge. Ach, guck mal, das Reh, Rehhaut. Immerhin und nochmal rohes Fleisch, sehr schön. So, wir werden jetzt mal nochmal ins Inventar gehen. Ich möchte nämlich das ganze Alkoholzeug mal weg haben. So, sieht's doch hier schon wirklich gut aus. So, sehr schön. Hey, mit Hilfe deiner Hexe sind wir. Wir sind doch da. Ah, hier. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Jo, wir müssen hier rein. Also doch, dann nehmen wir doch mal unsere Fackel. Wir sind hier schon richtig, oder? Was sind das schon wieder für Glühwürmler da? Alter, was wurden hier gesponnen? Das ist so wie eine Riesenspinne, ne? Aber hier waren wir, glaube ich, echt noch nie. Komm aber jetzt gut in die Richtung hin. Können wir hier was mitnehmen? Nein. Ah, ist das schön hier. Das können wir aussiegen. Wir haben ja Feuerschaden. Okay. Finde das Schema der Verbesserung des Silberschwerts. Da haben wir doch was Schönes.
Ehren und Kronen, kennst dich aus. Ja, yeah, Schema, überlegenes Greifen, Silberschwert. Und hier haben wir noch was Nilfgaardisches Langschwert. Sehr schön. Ja, dann brauchen wir jetzt das Stahlschwert. Hier gibt es natürlich nichts mehr. Deswegen geht es hier noch weiter. Ich glaube, hier geht's raus, ne? Oder? Jo, müsste hier rausgehen. Oder? Ah, zum Glück. Jo, jetzt bin ich schon selber hier völlig konfus gewesen. So, wir müssen da rüber irgendwie. Weißt du was? Das Segelmanöver. Aber der zeigt es gar nicht an, wie viele Meter das sind, ne? So, ei, ei, Kapitän. Komm, die Fackel können wir wegmachen. Das meine ich auch. So, steuern mal schnurstracks drauf zu. Aber Alter, ne? 400 Folgen. Wieso ist das Boot kaputt? Schon Wahnsinn. Ich habe dieses Spiel, ich habe es schon mal ein paar Mal gesagt. Aber ich habe dieses Spiel doch ein wenig unterschätzt, muss ich zugeben. Es ist doch sehr, sehr umfangreich. Ich habe noch nicht alles gemacht. Es kommen ja noch die DLCs. Und ich habe es mir auch so vorgenommen, dass ich diese DLCs, dass ich die dann mal alle in diesem Let's Play selber nochmal mache. Diese Hearts of Stone Geschichte. Und dann sind wir ja gespannt. Aber soviel ich weiß, es ist doch ein ganz schönes Stück. Ich hätte vielleicht auch hier hinreisen können schnell, ne? Wenn hier so ein Hafen ist. Weil es hier doch recht nach Hafen ausschaut, um ehrlich zu sein. Nee, war aber kein Hafen. Hui, Glück gehabt. Wir hätten aber hier hinreisen können. Aber was soll's. So. Jetzt waren wir da schon drin. Da waren wir schon drin. Und hier war ja was. Genau. Sehr schön. Dann hätte ich doch gesagt. Zu Feier des Tages rufen wir doch meine Plätze. Plätze. Ja, hallo, seit 400 Folgen. Meine treue Begleiterin. Ich freue mich. Ach, ist das schön. Jetzt, wenn du so denkst, ne? Alter. Outlast, ne? Gut, kannst du nicht vergleichen, ist nur ein normales Horrorspiel. Mit 29 Folgen und das DLC mit 11 Folgen. Schneller. Junge, Junge, so, jetzt müssen wir mal selber gucken, wo müssen wir denn hin? Junge, Junge, wir reiten hier, glaube ich, irgendwo entlang. Und wissen selber nicht, wohin. Allmächtigstes Weidwig. Komm, was und wo ist das andere? Das ist eigentlich nur hier. Dann können wir ja hier noch was verkaufen. Ach, hier ist sogar ein... Na? Lauf, Plätze. Ja, schon, kleiner Auftrag. Komm, den machen wir doch gleich noch mit, oder? So ist gut. Alter, also ist das Geweih von dem Waldschrat, oder? Wo willst du hin? Sieht so aus. Seid ihr alle doof hier? So, Skelliger, hey, Kaufmann. Ich sehe, dass du von weit her kommst. Du willst deine Vorräte auffüllen, möchte ich wetten. Wir können gegen den Quint spielen, geil. Komm, 400. Folge.
Alter, machen wir doch natürlich. Wenn wir auch noch Karten spielen können, habe ich alles, was ich brauche. Ach, komm, zur Feier des Tages machen wir das komplette Repertoire durch. So, Skojatel Monster 165. Wir nehmen die nördlichen Königreiche, hätte ich gedacht. Und er hat Monster. Oh Gott, das hört sich aber auch nicht gut an, ne? So, was haben wir denn hier Schönes? Das können wir doch austauschen, jawohl. Und das können wir austauschen. Ach, verdammt. Okay, wir sind gespannt. Ich bin am Zug, hat er gemeint. So, dann hauen wir halt mal die raus. Nein, Viererkarte. Boah, Junge! Willst du mich verarschen hier? Junge, 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 willst du mich verarschen? Was machen wir denn? Wir setzen mal die ein. Ja, ich passe natürlich auch, ganz klar. Junge, bist du bescheuert. Boah, alter Schwede. Auf einen Schlag macht er 21 und jetzt hat er die hässliche Kröte wieder auf dem Tisch. Zum Glück ist er erst am Zug. Nein, dieser Bimbo, ey. Entschuldige, also jetzt nicht so als, ne? Als rassistischer Ausdruck, sondern was schon. So, mein Freund. Nein, jetzt kommt er mit einer 6, ey. Ich werde bekloppt. Hey, Alter, ist der stark. Alter, ist der stark. So, dann probieren wir mal unser Glück mit denen. Vierer. Okay, packen wir es, Freunde. Jetzt zählt es natürlich. Nein. Alter Schwede. 2. Hui. Okay, Freunde. Wir setzen ein. Die Karte. Boah, verdammt, verdammt, Alter. Der führt, Alter. Ja, da muss ich die einsetzen, klar. Er hat noch zwei. Yes, das na. Der hat eine 7. Nein, und dann brennt er was von mir weg. Nein, brennt er nicht. Hui. Komm, wir nehmen. Wir nehmen die Karte, oder? Komm, weil wir es können. Jetzt bin ich halt gespannt, ne, was er hat noch. Er passt, klar, ne? Das ist jetzt schlecht, da müssen wir die nehmen. Somit führen wir, beziehungsweise jetzt unentschieden. Aber der hat ja noch eine Karte dafür ja liegen lassen, ne? Verdammt, damit habe ich jetzt auch nicht mehr gerechnet. Und er lässt die Vierer liegen. Rundenbeginn, wer kommt? Ich, ne? Sehr schön. Ich bin am Zug. Bitteschön, Madame.
Bist du lustig. Gegner passt, klar. Dann setzen wir doch die gepflegt ein. Yes! Und gewonnen, Freundchen. Nett mit mir. Yeah, ich hoffentlich eine gute Karte bekommen. Sehr schön, aber das ist doch auch gemacht. So, 20 Kronen. Keriano Harpie, das ist eine Monsterkarte, glaube ich. Gucken wir doch gleich mal nach. Keriano Harpie. Hier, warte mal. Ja, es ist jetzt nichts, ne? Eigentlich hat es sich nicht gelohnt, aber wir haben die Karte. Dass du von weit her kommst. Du willst deine Vorräte auffüllen, möchte ich wetten. Aber wir haben halt die Karte. Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Bist bescheuert, jetzt haben wir schon wieder 22 Minuten fast durch. Okay, der hat soweit nichts. Der hat aber 300. Verkaufen wir ihm das. Schwert der Skojatel. Komm, weg mit dem Rotz. 34, 25. Dann können wir den auf jeden Fall... Ja, der hat aber nicht mehr genug. Kohle, der hat aber nicht mehr genug Kohle. Chance auf Verstümmeln. Wir haben zwei mit Chance auf Verstümmeln. Dann hauen wir dem doch die noch rein. So, Chance auf Bonuskräuter hatten wir doch hier schon mal, oder? Ne, Humanoide, okay, dann passt es soweit. So, was haben wir hier Schönes noch? Den Mist können wir wegknallen. Das ganze Rotzzeug. Komm, das verkaufen wir jetzt alles. So, 11 haben wir jetzt noch. 7 haben wir noch. Was haben wir hier noch für einen Rotz? Das könnten wir theoretisch. Sowas könnten wir auch mal herstellen, ne? Beziehungsweise verkaufen, machen wir doch. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Bis dann. Jetzt ist halt die Frage, was machen wir denn? Hier war doch noch ein Typ, ne? Hier war doch noch einer mit der Quest, oder nicht? Komm, wir gehen mal darüber. Scheiße. Eine tatsächlich, hier können wir eine Quest machen. Nehmen wir die gleich mit. Wo willst du hin? Habe ich meine Hütte abgeschlossen? Ach, der Skelliger, ich weiß nicht, machen wir die Quest mit. Nee, weißt was? Wir machen jetzt heute wirklich nur mal die Hexerausrüstung. Was für ein Sturm. Und da nehmen wir mal unser Pferdchen noch mit. Na, Plätze. Reiten wir darüber. Wir haben ja Zeit. Machen wir heute wieder XXL-Folgen, hat er gemahnt. Wagen. Ich muss mich umsehen. Was? Langsam, langsam. Los, los. Was war da? Langsam, langsam. Franconia, du lässt dich immer so schnell abwinken. Was ist hier passiert? Was ist denn hier passiert? Komm, wir machen das, bevor wir es vergessen. Es hat Wunden wie von Klauen in den Flanken. Aber eine Kiefersperre und einen durchgedrückten Rücken hat es auch. Könnte an Tetanus gestorben sein. Ja, und nun? Das ist wohl der Kollege des Fahrers. Komisch. Scheint eher an Altersschwäche als an Verletzungen gestorben zu sein. Thank you.
Chance zum... Das war knapp. Mir ist, als sei das kein Zufall gewesen. Mal nachsehen. Sehr geil, was haben wir jetzt hier? Können wir hier was looten noch? Nein. Alter, das ist doch ein ziemlich cooles Thumbnail, oder? Mit dem Stein, Alter, was war das? Das war bestimmt so ein Steingenius, ne? Wie komme ich jetzt hier hoch? Das ist jetzt die Frage. Hier geht's doch entlang. Das Komische ist, dass wir doch hier haben wir was. Hier haben wir was. Hier kam der Felsen her. Ich glaube, da sind Spuren. Aber was ist das für eine Quest? Ein Neckar muss durch den Schlamm gewartet sein, bevor er hier ankam. Ein Neckar? Wieso macht er die Quest nicht? Ganz komisch, vielleicht wieder ein Bug. Ach, schau einen an. Palüm, palüm. Was geht hier vor? Alter, was ist das für eine Quest? Okay. Was macht der nicht wieder? Ich will natürlich meine Fackel nehmen. Na, geh an. Das ist doch kein Necker. Was ist denn das? Boah. Voll die geilen Moves, Alter, aber bringt gerade nichts, ne? Yeah! Komm schon! Na, jetzt läuft's doch hier besser, Franconia! Alter, was ist denn hier los? Was ist denn hier für eine Falle, Alter? Stufe 27. Na, du kriegst auch noch dein Fett weg. Boah, was sind das hier? 28, Stufe 28. Junge! Komm schon! Jetzt gibt's was auf die Nüsse! Alter! Boah! Was für ein Kampf! Was für ein Kampf! So, wir nehmen natürlich alles auf hier. Alter, ist doch nicht normal hier, ne? Junge, Junge, was haben wir denn hier Schönes noch? Kleines rotes Mutagen, Monsterherz.
Ist natürlich alles sehr, sehr willkommen hier. Ja, mit denen hat es angefangen hier. Junge, Junge. Alter, also wir sind richtig Damage. Was ist das für eine Quest, Alter? So, wir hauen mal das noch rein. Das noch rein. Junge, Junge, Junge. Wo müssen wir jetzt hier eigentlich hin? Wir müssen hier nach oben. Was wird uns da erwarten? Wir werden mal auffüllen unser ganzes Alkohest. Unser goldener Pirol. Ach, von hier kamen wir her, ne? Ja, super, Franconio. Dann geht's hier nach oben. So ist es. Es kommt mir doch echt so vor, als ob das hier eine Falle ist. Ui, was haben wir hier Schönes? Na, da ist er doch, oder? Eine Neckarpfote. Ausgehöhlt wie ein Stiefel. Jemand hat ihn beim Rennen verloren. Die Sache wird interessanter. Junge, was ist das schon wieder hier für eine coole Quest, ey? Leg mich doch fett. Neckarpfoten und ein Menschenfuß. Klein von einem Kind. Eindeutig rennend. Was? Ich glaube, das ist doch hier richtig würdig. Diese 400. Folge, Alter. Geht's hier entlang? Nirgends. So, gehen wir nach oben. Junge, was ist das hier? Hier hausen echt Menschen. Oder hier waren zumindest menschenähnliche Wesen. Hier endet die Spur. Wer würde an so einem Ort Bilder aufhängen? Sieht aus wie von einem Kind oder von jemandem, der eine fürchterliche Klaue hat. Zwei Stöcke über den Schultern. Das soll wohl ich sein. Ist das ein Wagen? Und hier hätte mich fast der Felsen zerschmettert. Neckarspuren beim Felsen. Jetzt weiß ich, wo die herkamen. Muss nur noch rausfinden, wer sie hinterlassen hat. Diese Kugeln auf Stöcken sind Endriagas. Die sollten mir wohl das Licht ausblasen. Insgesamt schon ein ordentlicher Plan. Das dürfte der Treffpunkt sein. Dieser ganze Überfall war wohl eine Gemeinschaftsarbeit. Wird Zeit, dass ich die Witzbolde treffe. Nur von wem, Freunde der Sonne, Alter, hier, guck mal. Ein Neckar, von irgendwas Riesigem zerrissen. Dann hat ihm jemand die Beine abgeschnitten. Boah, wie krank, hier haben wir auch noch einen Fetzen. Wir können das nochmal alles durchsuchen, geil. Ach so, hier können wir nur die Bilder nochmal anschauen.
Ja, hier wurden wir quasi fast zermalmt. Dann haben wir hier unten noch was. Komm, wir nehmen erstmal das noch. Ja. Da haben wir gegen diese Endriaden gekämpft gerade. Das da unten würde ich halt noch gerne mal angucken. Da ist das Monster mit Hörnern. Okay, und last but not least. 4 merkwürdige Gestalten, irgendwie so geistermäßig. Okay, ich bin gespannt. Können wir hier durch? Hä? Warte mal, von hier kamen wir ja, ne? Können wir sonst noch was? Ne, wir müssen hier raus, ne? Hey! So, Freunde. Na, na, na. Alter, der zappelt aber auch ganz schön noch, ne? Wahnsinnig viele Necker hier oben. So, ne, nehmen natürlich alles wieder auf. Ich glaube, da dürfte jetzt der Ruh sein. Kleines grünes Mutagen, blaues. Und Neckerauge, ganz, ganz merkwürdig. Hä? Du hast es schon. Also das ist auch eine sehr, sehr... Ich möchte jetzt doch nur mal auf die Karte gucken, wo wir hier genau sind. Wir sind hier... an dem Ort, wo wir so noch nicht waren. Und geht's hier runter? Nee, okay. Gut. Aber sehr, sehr komisch. Wir haben dieses Rätsel nicht gelöst. Also alles doch wirklich merkwürdig. Denn die Quest wurde auch nicht hier großartig und angezeigt, markiert, keine Ahnung. Ganz, ganz merkwürdig. Wir gehen mal hier entlang. Können wir hier vielleicht mit unserer Hexersinne noch was machen? Hier wird aber auch nichts mehr angezeigt, ne? Das war jetzt hier doch sehr, sehr mysteriös. Jetzt haben wir hier unten noch Necker, hey Jungs. Ich sehe nichts. So, wir nehmen natürlich alles wieder mit. Dann haben wir hier noch was. Rohes Fleisch und da oben war noch was, hat er gemeint. So, blaues Muttergehen. Dann gucken wir mal, vielleicht kommen wir hier über den Berg. Oh ja, und wie der da drüber kommt. Der gute alte Geralt. So, liebe Freunde, wir haben jetzt 40 Minuten wieder. Für diese 400. Folge können wir lassen, ne? 40 Minuten. Für die 400. Folge ist okay, aber ist doch sehr, sehr merkwürdig. Wir konnten dieses Geheimnis nicht lüften. Vielleicht ist es auch
eine Quest, wo wir hätten später erst starten sollen. Und da sind noch mal hier Wölfe wieder. Na komm schon. So. Ihr habt mich ja angegriffen. Ich wollte ja eigentlich gar nicht. Aber ihr wolltet es nicht anders. Das sind noch welche, die lassen wir aber jetzt mal so einfach leben. Und reisen hier einfach entlang. Hier haben wir auch wieder einen Weg, da können wir unsere Plätze wieder rufen. Und dann... Ui, ein Weißbär. Den nehmen wir noch, komm. Weißbär, Eisbär natürlich. So, haben wir den noch. Ah. Sehr schön, da bekomme ich sogar noch was. Und zwar Bärenfeld, ja okay. Ne, die Welt, aber okay. So, liebe Freunde, ich bedanke mich dann für 400 Folgen The Witcher 3. Morgen geht es dann mit der 401. Folge weiter. Da sind wir dann weiter auf dem Weg zur Schemaverbesserung. Genau gesagt zur Greifenschulausrüstung. Und ja, bedanke mich, wie gesagt, fürs Zuschauen. Sag bye bye und bis morgen. Jetzt machen wir hier eine Rast. Bis morgen. Servus, servus.